Das kriege ich jetzt heute nicht mehr raus. Mal gucken, ob die Albanian Culture, ob diese Gruppe das schafft, mir einen neuen Ohrwurm einzupflanzen. Auf Paula, jeden Fall haben sag's sie... Sag's bitte richtig. It's Albanian Culture in Berlin. Aha. Nee, vielleicht nicht ganz. Die Gruppe ist zum dritten Mal hier im Unzug dabei und sie präsentieren ja ein Land, was noch gar nicht so bekannt ist, beziehungsweise seine Kultur bekannt ist. Wir sehen auf jeden Fall schon die Landesfarben, rot und weiß und traditionelle Trachten bei den Männern und bei den Frauen. Und sie werden, glaube ich, jetzt auch gleich albanische Tänze aufführen. Genau, unter anderem wieder mal den Shota, das haben sie ja schon die letzten Jahre gemacht. Shota, albanisch für Ente oder Entchen. Genau. Einer der bekanntesten Tänze aus dem Kosovo. Genau, und generell erstreckt sich dieser albanische Kulturraum natürlich einmal über das Land, was man unter dem Namen Albanien kennt, aber auch über den Kosovo, Mazedonien, Montenegro, Griechenland, Serbien und auch Teile Italiens. Also eine Kultur, die weit verbreitet eigentlich ist in Europa. Albanian Culture in Berlin mit einer eindrucksvollen Performance des Tanz-Shotas mit Tänzern aus Mazedonien, Sängern und auch aus dem Kosovo tatsächlich und eigentlich mit 60 Leuten angekündigt, aber wenn wir jetzt gleich sehen im Bild, die haben ein paar Fans eingesammelt auf der Wegstrecke. Wie auch nicht. Bei dieser Lebenslust, genau. Ihr seht den Karneval der Kulturen 2019 in Berlin. Wir bleiben jetzt so ein bisschen bei den Tanzgruppen, denn es geht jetzt gleich weiter zum tamilischen Tanz- und Kunstforum, die ebenfalls tanzen wird. Alex Berlin ist hier seit 14 Uhr für euch und strahlt den Karneval der Kulturen 2019 live im Fernsehen, aber hier auch auf Facebook Live und im Livestream aus. Und wenn ihr jetzt sagt, Moment, 14 Uhr, das war ja schon vor ein paar Minuten, dann könnt ihr auf YouTube immer noch alle Sachen nachgucken.
Genau, und jetzt kommen wir zum Interview mit Albanian Culture. Mit ihr? So, wir haben schon gesehen, wie schon die albanische Tanzgruppe getanzt. Wie heißt das, dieser Tanz? Ist das etwas Traditionelles? Vielen Dank erstmal. Und der Tanz hieß Shota. Das heißt, ein Partnertanz von alten Bergleuten, die sich so quasi kennengelernt haben. Das ist die Geschichte von dem Ganzen. Das war dann das Motiv, was wir genommen haben, um das euch hier zu präsentieren beim Karneval der Kulturen. Alles klar, danke schön. Vielen Dank. Wieder zurück zu unserer Kollegin. Vielen Dank, Ali, für das Interview und danke natürlich auch an die Gruppe, die uns den Shota gezeigt hat, hier mitten in Berlin.